Das altehrwürdige Straflandesgerichtsgebäude hat seit 11. Jänner den größten Auftritt in seiner Geschichte. In dem für 3 Wochen anberaumten Prozess geht es um das Unglück von Lassing. Auf der Anklagebank sitzen 5 Personen, denen man vorwirft, am Bergwerksunglück schuld zu sein. Ehemaliger Werksleiter Hermann Schmidt, damaliger Berghauptmann Wolfgang Wetratsch, sein Vize Alfred Zechling sowie die Beamten der Berghauptmannschaft Hans-Dieter Feißner und Josef Jax. Der Leobner Rechtsanwalt Heimo Jilek als Vertreter der Herren Zechling, Feißner und Jax. Für die Anklage das Vergehen der fahrlässigen Gemeingefährdung zeichnet der Einzelrichter Andreas Heidacher. Die Anklage des Staatsanwaltes Reinhard Kleuphofer stützt sich auf ein Gutachten, das die deutschen Bergbauexperten Friedrich Hollmann und Horst Meißner erstellt haben. Und gerade dieses Gutachten zerpflügen die beiden Rechtsanwälte Wilhelm Leupold und Werner Kirchleitner. Dieser Zeuge, Professor Golser, war natürlich ein sehr interessanter Zeuge, weil er nämlich aufgrund der Bohrungen, die in der Zwischenzeit durchgeführt wurden, also praktisch nach April 99, das ist der Stand, auf dem die Gutachten, die gerichtlichen Gutachten basieren. Und dieser Professor Golser hat nun ebenfalls im Zuge der Bohrungen feststellen können, dass sich schwarzer Schlamm in der Küre 23 oder im Bereich der Küre 9 befindet. Und das ist eigentlich wiederum ident mit unserem Prozessgeschehen und mit dem Gutachten, mit unserem Privat- oder stimmt überein mit dem Privatgutachten. Auch der Leobner Rechtsanwalt Jilek verweist auf 4 private Gegengutachten, mit denen bewiesen werden soll, dass das rechtsverbindliche Hollmann-Gutachten viel zu einseitig und zum Teil auch völlig falsch sei. Die Zulassung der Privatgutachten wurde vom Hohen Gericht abgelehnt und Richter Andreas Heidacher versucht, die Wahrheitsfindung über die Aussagen von ca. 100 Zeugen zu forcieren. Konkret geht es darum, ob tatsächlich zu weit oben, also an der sogenannten Sicherheitsschwebe, abgebaut wurde. Dort vermutet man nämlich den Einbruch ins Bergwerk, der dann für das verheerende Unglück ausschlaggebend war. Eines darf aber mit aller Deutlichkeit festgestellt werden. Bis dato weiß kein Mensch, wo eigentlich der tatsächliche Einsturz bzw. der Auslöser des Unglücks liegt. Auch das deutsche Gutachten vermerkt nur die Vermutung, dass es eventuell an der Scheibe 1a und der Talsohle passiert sein könnte. Dr. Heimo Jilek zum Prozess. Ändert eigentlich die Aussage Heinzels, so wie sie heute war, irgendwas an der Situation ihrer 3 Mandanten? Das glaube ich nicht. Heinzel hat das bestätigt, was er vor der Untersuchungsrichterin bereits angab. Im Wesentlichen, dass im letzten Abbaubereich schwarzer Schlamm eintrat. Und es gilt zu überprüfen, ob die Privatgutachter recht haben, dass dies eine Einsturztheorie bestätigen würde, die von der Seite stammen sollte. Und das ist jetzt Aufgabe des Gerichtes, das zu klären. Wie rechnen Sie sich die Chancen für Ihre Mandanten aus? Ich rechne für meine 3 Mandanten, dass sie freigesprochen werden, weil auch das bisherige Verfahren keinen Anhaltspunkt dafür gab, dass sie irgendein Fehlverhalten gezeigt hätten. Im Gegenteil, das Verfahren bestätigte, dass meine Mandanten korrekt gehandelt haben. Unterschiedliche Auffassungen gab es auch bei diversen Zeugenvernahmen. Da war die Rede von 20 bis 50 Metern Sicherheitsabstand zwischen den einzelnen Abbauscheiben. Ursprüngliche Angaben vor der Untersuchungsrichterin wurden relativiert. Manche Zeugen dementierten wiederum und meinten, das und jenes von dritten Personen gehört zu haben. Kein leichtes Unterfangen für das Gericht, sich ein klares Bild aus all den Aussagen zu machen. Waren an den ersten beiden Verhandlungstagen bis zu 100 Journalisten, Reporter und Kameraleute zum Prozess erschienen, flaute das Interesse dann aber rapide ab.
Vor allem die Präsenz von ARD, ZDF und RTL diente ausschließlich dazu, die Quotensteigerung in der Bundesrepublik Deutschland zu erhöhen. Man beschränkte sich auf die beiden ersten Prozesstage in Leoben und auf den 20. Jänner, als Georg Heinzel als einzig überlebender Zeuge vom Gericht einvernommen wurde. Mit riesigem technischen Aufwand jagte man die Boulevardberichte durch den Äther und beglückte damit schon den deutschen Bundesbürger am Frühstückstisch. Wie auch immer, die Arbeit im Berg ist immer ein Risiko. Das wissen auch alle Bergleute. Und im Fall eines Unglücks fragt kein Bergmann danach, ob nun eine Rettungsaktion gefährlich sei oder nicht. Schon allein die bergmännische Pflicht, seinen Kameraden, seinen Kumpel beizustehen, gebiete jedem Bergmann ins Bergwerk einzufahren, um seinen Kameraden zu retten. Auch im Angesicht der eigenen Lebensgefahr. Auch aus dieser Sicht sollte man das Unglück von Lassing betrachten. Über den weiteren Prozessverlauf werden wir berichten.